Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst, aber auch die Kunst der Selbstverteidigung. Worauf es körperlich und geistig ankommt, zeigen wir hier im Video. Das Wort Taekwondo setzt sich aus drei Silben zusammen. Tae steht für die Fuß, Kwon für die Handtechniken. Do ist der Weg, die Kunst die Lehre. Und genau darum geht es im Taekwondo. Die Schüler trainieren, wie sie Gegner abwehren und angreifen können. Es gibt 24 sogenannte Formen, die zu erlernen sind. Diese symbolisieren einen Reifeprozess. Mit jeder weiteren Form verfeinern die Schüler ihre Bewegungen und eignen sich neue Abwehr- und Angriffstechniken an. Gleichzeitig verinnerlichen sie die ethischen Werte der Kampfkunst. Höflichkeit, Integrität, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin und Unbezwinglichkeit. Das sind die festgelegten Ziele des Taekwondo. Im Umgang mit anderen Menschen sollen die Schüler bescheiden und ehrlich sein. Sie sollen Recht und Unrecht unterscheiden können, sich Ziele setzen und diese mit Geduld anstreben. Es geht außerdem darum, zu lernen, seinen Körper zu kontrollieren und einen unbezwinglichen Kampfgeist zu entwickeln. Im Taekwondo können die Kampfsportler Prüfungen ablegen, mit denen sie gewisse Schülergrade erreichen. Zu erkennen sind diese an den Gürtelfarben, die die Sportler zur Trainingsbekleidung tragen. Es gibt Weiß, Gelb, Grün, Blau, Rot und Schwarz. Danach haben die Kampfsportler den Grad Dan erreicht. Der höchste Grad ist der 9. Dan. Auch wenn Schüler ihren Körper mit Taekwondo zu einer Waffe ausbilden, betonen Seyfettin und Osman Eriyörük, dass dort keine Schläge aufgezogen werden. Schüler lernen, respektvoll miteinander umzugehen, sich selbst zu vertrauen und ihren Körper zu beherrschen. Mit seiner jahrelangen Erfahrung fokussiert Osman seine Ziele haargenau und schafft es im Training beispielsweise, selbst in einem Kampf mit hoher Geschwindigkeit exakt 1 Zentimeter vor dem Gesicht zu stoppen. Auch im Wettkampf werden Gegner nicht verletzt. Treffer bringen zwar Punkte, jedoch schlagen oder treten die Sportler nicht brutal aufeinander ein. Vor jedem Training sprechen die Schüler die Verpflichtung des Taekwondo aus. Damit verpflichten sie sich unter anderem, den Sport nie zu missbrauchen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und daran mitzuarbeiten, eine friedliche Welt zu schaffen.